heute aus meinem Urlaub. Und zwar habe ich mir einfach mal Urlaub gegönnt auf dem Falkenhof. Ganz kurz dazu, es ist jetzt nicht morgens, das könnte man vielleicht meinen, denn man fängt eigentlich so ein Video vielleicht eher morgens an und nimmt euch dann den ganzen Tag mit. Ich nicht. Ich habe jetzt einfach mir gedacht, ich möchte Sonntag anfangen und habe dann aber irgendwie nicht angefangen zu filmen. Das heißt, jetzt ist schon abends, macht aber gar nichts. Ich erzähle euch dafür als Ausgleich sozusagen ein bisschen was über meine Reiselektüre und was ich so dabei habe, was ich vielleicht schon angefangen habe, was ich schon lese, wie weit ich da bin, was für eine Meinung ich dazu habe und so weiter. Ich dachte mir, das ist vielleicht eine ganz gute Alternative dazu, dass ich euch heute nicht den ganzen Tag mitgenommen habe. Heißt, ich erzähle euch jetzt ein bisschen was über das, was ich zum Lesen mitgenommen habe, was ich lese und vielleicht in den nächsten Tagen noch lesen werde. Und dann nehme ich euch in den nächsten Tagen etwas mehr mit und zeige euch ein bisschen was vom Hotel, was ich so den ganzen Tag mache, wie ich hier wunderschön entspannen kann und dergleichen. Wir starten mal mit den beiden Büchern, die ich schon gelesen habe. Und zwar habe ich als erstes Buch beendet im Urlaub von Danny Atkins, 7 Tage voller Wunder. Kurioserweise habe ich dieses Buch auch erst hier gekauft. Das heißt, am ersten Abend habe ich mich aufgemacht und ich habe dieses Buch ganz entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten in einem Supermarkt gekauft. Das heißt, da gibt es ja nicht nur 2 Schriften mittlerweile, sondern eben auch immer ein paar Bücher. Und dort wollte ich ein ganz anderes Buch kaufen, nämlich ich wollte von Lars Ament das Buch Dieses bescheuerte Herz kaufen. Weil ich im Film war und den Film so toll fand und mir dachte, ich möchte das Buch noch lesen. Sie hatten dieses Buch nicht, ich habe dieses Buch gekauft und direkt gelesen. Ein bisschen mehr erfahrt ihr dann im im Lesemonat Januar dazu. Ich kann nur sagen, ich fand es weniger gut. Und muss sagen, damit habe ich wieder ein bisschen mehr die Lust daran verloren, die anderen Bücher von Danny Atkins zu lesen. Ihr erstes fand ich absolut genial und habe es geliebt. 2, 3 und... oder ist das hier das 4.? Eieiei, Zahlen und so. Das erste habe ich gelesen und geliebt. 2 und 3 habe ich nicht gelesen und das ist Nummer 4 und habe ich jetzt nicht besonders gemocht. Wie gesagt, erzähle ich euch nochmal mehr dazu. Als zweites beendet habe ich von Mitch Albom die 5 Menschen, die dir im Himmel begegnen. Dieses Buch habe ich in dem Sinne so gelesen, wie ich es mit Dieses bescheuerte Herz vorhatte. Das heißt, ich habe den Film zuerst gesehen, den meine Mama, ganz unabhängig davon, dass sie gar nicht wusste, dass ich das Buch besitze, gekauft hat, glaube ich. Ich glaube, gekauft. Und dann haben wir den Film, ich glaube, an einem der Weihnachtsfeiertage angeguckt abends zusammen. Nee, so ein Quatsch. Ich vergesse es jedes Mal wieder. Und dann denke ich darüber nach und dann fällt mir ein, dass es Silvester war. An Silvester haben wir uns einen ganz entspannten Silvesterabend gemacht, gemeinsam gekocht, gegessen, Nachtisch gemacht, uns hingesetzt, hingelegt, wie auch immer. Und den Film zusammen angeguckt, der dauert nämlich relativ lange, fast 3 Stunden. Und dann haben wir noch ein bisschen Dinner for One geguckt, so ungefähr. Und dann haben wir auch schon das Feuerwerk genossen. In diesem Jahr ganz von innen, ganz entspannt, alles ganz in Ruhe. Und eben den Film geguckt. Die 5 Menschen, die dir im Himmel begegnen. Dazu ein paar Worte. Und zwar, es geht um Eddie. Eddie kommt beim Unfall an seinem Geburtstag um. Und zwar, wie man hier so ein bisschen sehen kann, ist es angedeutet auf einem... Je nachdem, wo man herkommt, nennt man das Kirchweih, Kerwa, Jahrmarkt und Rummelplatz, wie auch immer. Auf jeden Fall erzählt dieses Buch dann davon, auf welche 5 Menschen Eddie trifft, als er in den Himmel kommt. Beziehungsweise auf dem Weg quasi dorthin. Und ich finde es wunderschön, die Verknüpfung von den Personen und den Ereignissen. Durch die wird dann quasi im Rückblick das ganze Leben von Eddie erzählt oder die wichtigsten Punkte daraus. Und die, die einen Menschen ausmachen. Und auch so Schlüsselszenen, die für einen selber vielleicht nicht so prägnant sind oder bei denen man einem gar nicht bewusst ist in dem Moment, in dem man es erlebt, dass zum Beispiel jemand anderes in der Folge dessen zu Schaden kommt oder warum man diesem Menschen begegnet ist und dann im Nachhinein irgendwann, dass man diesem Menschen nicht mehr begegnet ist. Ich finde es wunderschön und ich finde auch, gerade bei diesen, kann ich es wirklich sagen,
weil ich erst den Film gesehen habe und dann das Buch gelesen. Der Film ist nahezu 1:1 zu diesem Buch. Also eine Sache ist mir tatsächlich aufgefallen beim Lesen, dass die nicht im Film vorkam. Finde ich aber nicht weiter dramatisch. Also der Film funktioniert trotzdem und das Buch würde auch ohne diese Szene funktionieren. Also wenn das Buch das auch nicht drin hätte, sondern genauso wie im Film erzählen würde. Deswegen, ja, also ich kann es euch nur empfehlen, sowohl als Buch als auch als Film. Ich finde beides wundervoll. Ist ein, ja, eine absolute Empfehlung und auch einfach egal welches von beiden. Also eins von beiden solltet ihr euch einfach mal anschauen. Es bringt einem weiter im Leben. Ich finde, es erzählt einem schon was, worüber man nachdenken kann und das ohne zu belehren. Sondern einfach, ja, wie ein netter Freund, der einem erklärt, wie das Leben funktioniert. Kommen wir schon zu den Dingen. Ich habe natürlich auch noch mehr Bücher dabei, aber wir kommen jetzt erstmal zu denen, die ich angefangen habe, beziehungsweise in letzter Zeit angefangen habe und noch nicht beendet habe. Da wäre zum einen auf meinem Tolino das Buch Liebe kann man nicht googeln von Julia K. Stein. Ich habe das, muss ich gestehen, als E-Book gekauft, weil ich es vom Cover her nicht so schön finde und mir aber trotzdem in den Fingern das gejuckt hat, dass ich diese Geschichte lesen möchte, und deswegen habe ich es als E-Book. Bisher eine sehr, sehr frauenmäßige Geschichte, wenn ich das mal so sagen kann. Eine sehr, ja, irgendwie, die ist schon ein bisschen verrückt und auch die Freundinnen sind ein bisschen verrückt. Also es geht für mich alles so in Richtung Sex in the City oder, ja, oder dieses überzeichnete Bild von Frauen und Frauenfreundschaften, von so einem Leben, von einem hochdramatischen Leben mit Arbeit und Freundinnen und Junggesellenabschied und Kerlen. Aber irgendwie auch ganz nett soweit. Also nichts Schlechtes dagegen, aber ja, da lese ich noch daran. Das Buch. Irgendwie mein Herzensbuch. The Girl Who Saved Christmas von Matt Haig. Das erste Buch, A Boy Called Christmas, habe ich schon geliebt von Matt Haig und das im letzten Winter gelesen. Diesen Winter sollte dann eben dieses Buch dran glauben. Und ich muss sagen, ich habe jetzt, ich glaube, 100 Seiten noch. Und ich merke so richtig, wie ich es einerseits unglaublich gerne lesen möchte und andererseits gar nicht. Weil ich möchte nicht, dass es zu Ende ist. Und das ist so, das ist richtig dramatisch gerade in mir drin, dass ich das nicht möchte, dass es zu Ende ist. Und andererseits aber so sehr möchte, dass ich endlich weiß, wie es ausgeht. Eine wundervolle Geschichte, wieder, ich finde, der ganz eigene Humor von Matt Haig und auf Englisch für mich durchaus verständlich und durchaus gut zu lesen. Ja, es geht um Father Christmas, den wir in A Boy Called Christmas schon kennengelernt haben. Es geht um Amelia, dieses Mädchen vorne drauf, eben The Girl Who Saved Christmas. Und es geht natürlich auch wieder um ein Stück weit böse Menschen und Magie und was Gutes alles bewirken kann. Ich freue mich so auf das Ende, wie es weitergeht, und ich hoffe ja sehr, dass Matt Haig einfach nächstes Jahr das nächste Buch raushaut, das irgendwie in die Richtung geht. Für mich gefühlt ein Kinderbuch, Weihnachtsklassiker, auch wenn es ihn noch nicht so lange gibt. Und ich würde mich sehr freuen, ich würde sofort kaufen. Also Matt Haig, if you see this, my wish for next year's Christmas, a new book. Ja. Dann habe ich hier noch ein Buch, und zwar die Schilddrüsenmassage, heilende Techniken beim Hashimoto-Thyreoiditis und Schilddrüsenknoten. Ich bin sehr gespannt darauf, das ist ein ganz dünnes Buch und es soll eben darum gehen, dass man selbst durch spezielle Massagetechniken, Massageöle und so weiter sich helfen kann. Ich, ja, bin da sehr gespannt drauf, würde das einfach sehr gerne hier in ganz in ruhiger Atmosphäre ausprobieren, denn ich glaube, da kann man sich am ehesten drauf einlassen, also im Alltagstrubel. Und ich werde es euch, je nachdem, entweder wenn es machbar ist, mitfilmen oder zumindest danach davon erzählen. Allerspätestens in meinem Video über Hashimoto werde ich euch darüber erzählen. Und soweit ich schon reingeschnuppert habe, braucht man ein bisschen Geduld, um dann einen Effekt oder eine Erfolgskontrolle machen zu können. Dann, bereits angelesen, immerhin 50 Seiten. Von Nicole Walter, Regenbogentänzer. Das Buch ist schon wunderschön farbenfroh gestaltet. Es geht wohl auch um Menschen,
Ich finde es immer so schön, wenn da Farbe irgendwie eine Rolle spielt. Das heißt, es geht um ein Regenbogenhaus und dort leben Menschen, die alle unterschiedlich sind. Es geht wohl ein Stück weit in Richtung psychische Erkrankungen und eben einzigartige Menschen. Und es geht um Milena, die nicht mehr tanzen darf, kann und dadurch ziemlich traurig ist und eben auf diese Menschen trifft. Und so dieser letzte Satz finde ich ganz schön. Wird Milena von ihnen lernen können, ihrem Leben wieder einen Sinn zu geben? Hört sich für mich einfach nach einer tollen Geschichte an, dass die einen weiterbringen kann, dass sie einen echt inspirieren kann. Und dieses Buch erwarte ich auch als durchaus starke Inspiration. Mögest du glücklich sein von Laura Marlina Seiler. Entdecke dein höheres Selbst und verbinde dich mit deiner inneren Kraft. Es klingt extrem spirituell und ich finde, mittlerweile habe ich so ein bisschen für mich herausgefunden, was ist denn Spiritualität für mich, für meine Begriffe. Und ich finde, Laura Marlina Seiler ist eine herrliche Person. Sie hat eine tolle Ausstrahlung. In Interviews kommt das sehr gut rüber. Und in ihren geleiteten Meditationen, die ich mittlerweile sehr, sehr gerne, sehr regelmäßig mache, finde ich es unglaublich angenehm, ihrer Stimme zu folgen und dem, was sie dort so von sich gibt. Das hier soll wohl ein Komplettprogramm sein von dem, was sie so als Podcasts bisher schon gemacht hat. Ich bin gespannt. Ich habe ohne Lesezeichen, mittlerweile habe ich jetzt rein, das erste Kapitel gelesen und fand es schon richtig schön geschrieben. Einfach die Art und Weise, wie sie es schreibt. Es hat auch so eine wundervolle Farbe, finde ich. Und freue mich darauf, den Rest zu entdecken. Ich denke nämlich, das ist durchaus sehr inspirierend und sehr, sehr wertvoll, was sie dort drin schreibt. Und selbst wenn es reicht, es einmal zu lesen, ich glaube trotzdem ihre restlichen Videos und so weiter, das wird noch was für mich bereithalten, dass ich noch ein bisschen mehr über sie und über das, was sie so macht, erfahren werde. So, bevor ich euch jetzt ein Ohr abkaue mit allen Büchern, die ich noch hier habe, über die ich nicht viel sagen kann. Ich habe nämlich noch diese riesengroße Tasche voller Bücher mitgenommen, weil ich wollte eine kleine Auswahl mit dabei haben und habe mir gedacht, grob gerechnet, pro Tag 1 bis 2 Bücher schaffe ich natürlich nicht, beziehungsweise möchte ich tatsächlich auch gar nicht, habe ich festgestellt. Deswegen werde ich schauen, was ich mir daraus noch picken werde, werde es euch natürlich auch zeigen und euch mitnehmen und über die Bücher ein Stück weit berichten. Mein Tag morgen weiß ich noch nicht genau, wie der ausschaut, das werdet ihr morgen dann sehen. Ich denke, mindestens einer von den nächsten paar Tagen wird auch noch so sein, dass ich auch definitiv was unternehmen werde. Das heißt, es wird sich jetzt nicht alles vor diesem Vorhang abspielen oder in den 4 Wänden, in denen ich wohne, sondern auch noch ein bisschen außerhalb vom Hotel. Also keine Sorge, es wird kein langweiliger Wellness-Hotel-Urlaub. Vor allem langweilig für mich zumindest sowieso nicht, sondern Entspannung pur. Aber es wird definitiv auch ein bisschen noch was geben, wo ich noch ein bisschen unterwegs sein werde. Wir sehen uns dann.